Liebe Mitbrüder, liebe Schwestern und Brüder im Herrn, ich freue mich sehr, dass wir heute in dieser riesigen Gebetsgemeinschaft stehen mit den vielen, die über die Medien heute mit uns verbunden sind. An diesem Abend beten wir, Oremus, lasst uns beten. Wir beten für die Kirche, wir beten für die Welt, wir beten um Arbeiter im Weinberg des Herrn. Wir beten um Priester- und Ordensberufungen und wir beten auch um heilige Familien, damit neue Berufungen auch wachsen können. Und heute an diesem Abend können wir nicht nur an uns denken, nicht nur an die Lebenden denken, wir müssen auch an die denken, die schon uns vorausgegangen sind im Zeichen des Glaubens. Und meine Gedanken gehen heute auch zu Pater Beda, dem Gründungsprior von Stiepel, der am Samstag hier in Heiligenkreuz am Klosterfriedhof beigesetzt wird. Als dynamischer Seelsorger hat er 3 Monatswallfahrten gegründet, in seiner Stiftspfarre Maria Reisenmarkt, dann in Afrika, in Tansania und nicht zuletzt vor 30 Jahren bei der Klostergründung in Bochum-Stiepel, wo wir schon im Oktober damit angefangen haben, die Monatswallfahrt zu beginnen. Ein Abend, der auch ähnlich wie dieser Oremus-Abend ist, vielleicht nicht mit den Zeugnissen, aber vor allem mit dem Gebet. Liebe Schwestern und Brüder, Gebet für die Kirche, Gebet für den Frieden in der Welt, Gebet um geistliche Berufungen in persönlichen Anliegen. Vor 30 Jahren haben wir damals für die Monatswallfahrt in Bochum-Stiepel ein eigenes Gebet geschrieben, das später dann auch modern vertont worden ist, aber dessen Grundmelodie eigentlich das Stabat Mater, das Christi Mutter stand mit Schmerzen, ist, weil es im Grunde die schmerzhafte Mutter besingt, vor allem die Mutter der Kirche. Die erste Strophe dieses Liedes heißt: Heilige Maria, du Mutter des Erlösers, du Königin der Märtyrer, auf Kalvaria wurde deine Seele vom Schwert des Schmerzes durchbohrt. Und schon in der zweiten Strophe kommt eben der Titel vor, über den wir heute Abend ein wenig näher nachdenken möchten in dieser Heiligen Messe, nämlich Mutter der Kirche. Heilige Maria, als Mutter der Kirche wirst du verehrt. In der entscheidendsten Stunde der Menschheit hat dir dein Sohn, den Jünger, anvertraut und so wurdest du auch unsere Mutter, die Mutter aller Erlösten. Der Hintergrund für diese Anrufung Mariens als Mutter der Kirche war damals vor 30 Jahren auch wie heute meine besondere Verehrung für Paul VI., der heilig gesprochene Papst, der vor knapp 2 Wochen heilig gesprochen worden ist. Unser Pater Subrio Bernhard war dabei. Er ist von ihm 1975 zum Priester geweiht worden. Und dieser Papst hatte den Mut, am Ende der 3. Sitzungsperiode des 2. Vatikanischen Konzils am 21. November 1964, als das große Dokument über die Kirche Lumen Gentium verabschiedet werden sollte und verabschiedet wurde, zugleich Maria feierlich zu proklamieren als Mutter der Kirche. Warum ist das so etwas Besonderes? Deshalb, weil Papst Paul VI. Sich hier durchsetzen musste, auch gegen eine Mehrheit von Konzilsvätern, die nicht wollten damals, dass dieser Titel aufgenommen wird in das Konzilsdokument selbst. Man meinte, die Kirche sei doch selbst Mutter. Und deshalb ist Maria doch mehr ein Glied der Kirche, zwar ein herausragendes Glied, aber eben nur ein Glied der Kirche. Andererseits wollte man auch damals aus ökumenischer Rücksicht, vor allem zu den protestantischen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften,
nicht noch einen zusätzlichen Marientitel einführen, der vielleicht die Ökumene belasten könnte. Der heilige Papst Paul VI. Hatte den Mut, ähnlich wie bei der Enzyklika Humanae Vitae, sich gegen eine Mehrheit durchzusetzen und seinem eigenen Gewissen zu folgen und seinem inneren Drängen aufgrund seiner Standesgnade als Papst. Er hat der Gottesmutter diesen Titel verliehen. Denn die Mutterschaft Mariens, ihr Fiat, mir geschehe nach deinem Wort, ist wirklich für uns so entscheidend, weil nämlich dieses Fiat unter dem Kreuz, wie wir im Evangelium gehört haben, seine Vollendung findet. Der heilige Anselm von Canterbury schreibt, dass Maria von dem Augenblick an, in dem sie das Fiat gesprochen hatte, uns alle unter ihrem Herzen zu tragen begann. Ein wunderschöner Gedanke, dass Maria wirklich von Anfang an jeden Einzelnen von uns und jede Einzelne schon unter ihrem Herzen getragen hat, als sie unter dem Kreuz stand. Deshalb ist sie ja auch in besonderer Weise dem Erlöser, dem einzigen Erlöser verbunden und hat auch hier eine herausragende Stellung. Wenn Christus vom Kreuz herab seine Mutter sieht und neben ihr den Jünger, den er liebte, erkannte er gleichsam in ihnen, wie es einmal Papst Benedikt XVI. Ausgedrückt hat, die Erstlingsfrucht der neuen Familie, die Keimzelle der Kirche und der neuen Menschheit. Erstaunlich ist, dass im Volk Gottes der Titel Maria Mutter der Kirche mit großer Zustimmung und Freude aufgenommen worden ist. Ansatzweise taucht dieser Titel auch schon beim heiligen Papst Leo dem Großen auf, wenn er sagt, in Bethlehem wurde die Kirche mit Christus verborgen geboren. Denn die Kirche ist der Leib Christi und Maria hat das Haupt dieses Leibes geboren und ist somit nicht nur Gottesmutter, Mutter Christi, sondern auch Mutter der Kirche. Und so freue ich mich sehr, dass unser heiliger Vater, Papst Franziskus, einen eigenen Gedenktag für diesen wunderbaren Titel der Gottesmutter verliehen hat, nämlich den Pfingstmontag, wo die selige Jungfrau Maria als Mutter der Kirche verehrt wird. Maria ist diejenige, die gleichsam nach Pfingsten mit uns weiterbetet, um immer wieder neu ein pfingstliches Wehen des Heiligen Geistes für uns zu erbitten. Sie ist auch heute mit uns, wenn wir gleichsam wie im Abendmahlsaal versammelt sind und gemeinsam um diesen Geist Gottes bitten für eine Erneuerung der Kirche, damit bald, wie es der heilige Papst Johannes der 23. formulierte, ein neues Pfingsten in der Kirche anbrechen möge. Es ist interessant, wenn wir das Stiebler Mariengebet einmal weiter verfolgen, dass nach dem Titel Mutter der Kirche sofort auch der Titel kommt, Maria, Mutter der Barmherzigkeit. Heilige Maria, du Mutter der Barmherzigkeit, als deine Kinder vertrauen wir uns deinem unbefleckten Herzen an. In diesem Satz, liebe Schwestern und Brüder, klingt die Botschaft von Fatima an. Denn Maria bittet in Fatima alle Menschen, vor allem die sich zu Christus bekennen, sich ihrem unbefleckten Herzen zu weihen. Denn ihr unbeflecktes Herz ist der Zufluchtsort und der Weg, der uns zu Gott führen will. Seit über 100 Jahren hat die Botschaft von Fatima die Kirche und auch die Welt geprägt, ja verändert. Wenn Maria auf ihr unbeflecktes Herz hinweist als Zufluchtsort, dann sind wir ganz nahe beim Evangelium, das wir heute gehört haben, als Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zu seiner Mutter, Frau, siehe dein Sohn. Und zu dem Jünger sagte er, siehe deine Mutter.
Und dann heißt es, von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Wörtlich übersetzt, in das eigene hinein, eista idia, in das eigene hinein. Liebe Schwestern und Brüder, wir müssen auch die Gottesmutter in unser Herz hineinlassen. Wir müssen ganz fest daran glauben, dass sie uns wirklich unter ihren Schutz und Schirm hineinnimmt, damit wir in dieser schweren Zeit nie das Licht der Hoffnung verlöschen lassen, sondern wirklich das Feuer des Heiligen Geistes weitergeben, andere Menschen anstecken und so Menschen werden, die sich ganz von der Gottesmutter beflügelt, ja ausgerüstet und geschützt, zu Missionaren ihrer hingebenden Liebe werden. Und so möchte ich jetzt einfach die nächsten Strophen nicht mehr kommentieren, sondern zu Ende beten vom Stiebler Mariengebet. Dort heißt es, Heilige Maria, wir wollen unser Leben nach der frohen Botschaft deines Sohnes ausrichten, auf dessen Namen wir getauft sind. Wir wollen als Boten des Friedens das Licht des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe zu den Menschen tragen, die von der Dunkelheit, der Gottesferne, der Sinnlehre und des Hasses bedrängt werden. Heilige Jungfrau, erbitte uns den Heiligen Geist, dass unsere Familien als christliche Keimzellen jungen Menschen die Werte des Evangeliums und die Liebe zur Kirche vermitteln. Heilige Jungfrau, erflehe uns Priester und Ordensberufungen, glaubwürdige Zeugen für das anbrechende Reich Gottes. Heilige Maria, seit Jahrhunderten, ja wir können sagen seit Jahrtausenden, wirst du als schmerzhafte Mutter angerufen und verehrt. Erbitte allen die Gnade, sich in Kreuz und Leid mit jener Gesinnung Gott anheimzugeben, in der du selbst in schwersten Stunden deinem Sohn verbunden warst. Vertrauensvoll blicken wir auf zu deinem Bild und sprechen gemeinsam, Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.